of us can testify that your prophecy was right on the point. Und wer kann bezeugen, dass diese Prophezeiung richtig war? Or your prophecy ministered to you? Oder dass diese Prophezeiung zu dir gesprochen hat? You know, I stood here and I listened. Oh, let me ask this question. How many of us can remember what was spoken over you? Oder ich frage mal so, wer kann sich noch daran erinnern, was zu einem gesprochen hat? Who can remember what was... But you know, when the word of God goes forth, aber wenn das Wort Gottes weitergeht, God does not speak just for the sake of speaking. Spricht Gott nicht einfach nur, damit was sagt? He says, when you start reading Isaiah 55, starting verse 11, he says that he speaks his word for a specific purpose. I just want us to turn there. Isaiah 55. Let me start from verse 8. He says, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain and the snow come down from heaven, and do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word that be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it." Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel und die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will, und es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Mm-hmm. Genau so, so das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Wow! I find it so exciting. God says, "So shall my word be that goes out of my mouth." Und so soll das Wort sein, das aus meinem Munde geht. So it means when God opens his mouth, he opens his mouth to speak for a specific purpose. Das heißt, wenn Gott seinen Mund öffnet, dann macht das, um eine bestimmte Aussage zu machen, eine Wirkung zu haben. And that means when God speaks something over you, then you need to take this word seriously. Und wenn Gott zu dir etwas spricht, dann musst du das Wort auch ernst nehmen. And that's why I encourage those who are here and a word was spoken over you, take that word seriously. Und so ermutige ich euch, diejenigen, die hier waren, dass ihr dieses Wort annehmt und auch ernst nehmt. Because God spoke that word for us a reason and for a purpose. Denn Gott hat dieses Wort mit einem bestimmten Grund gesprochen. So he says that his word that he has spoken, when you read verse 11, so shall my word that be that goes out of my mouth, it shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I sent it. So wird dieses Wort nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was Gott gefällt. So you see, God spoke that word to you for a purpose. Also spricht Gott dieses Wort mit einer bestimmten Aufgabe. And he wants that purpose to be accomplished. Und er möchte auch, dass diese Wirkung eintrifft. And he spoke that word for a reason. Und er hat dieses Wort mit einem bestimmten Grund gesprochen. And when he opened his mouth to speak, he wanted that word to be successful in your life. Und als er dieses Wort sprach, wollte er, dass es erfolgreich wird in deinem Leben. And as I saw the man of God stand here and he was speaking a word over you and the prayers that he was praying for different people, you know, I was amazed. Und ich war sehr begeistert, als Pastor Stan, dieser Mann Gottes, zu den Leuten gesprochen hat und gebetet hat. When he was ministering to different people of us and he was right on the point, that I knew that he was speaking by the leading of the Holy Spirit. Und ich wusste genau, dass vom Heiligen Geist geführt wurde, als genau das zu den Leuten gesprochen hat. Wow. Wow. I loved the word that was spoken over our youth. Und ich mochte auch das Wort, das über die Jugendlichen gesprochen hat. I remember the word that was spoken over Ebenezer and Emmanuel. You are not weak.
Wow, du bist keine Weakling. Du bist, you're not weak. And you know, he spoke different things to each and every one of us. Und so hat er verschiedene Sachen zu jedem von uns gesagt. And as I was listening to the audio and watching the video, God just ministered in my heart that I encourage you, let's take the word of God that has been spoken over us and let's run with it. Und so habe ich, als ich das Video gesehen habe, hat Gott zu mir gesprochen, dass ich euch wieder daran erinnern soll, dass wir das Wort ernst nehmen. You know, I remember the time we were in Bible school. Actually, we have just finished Bible school and we are graduating. Und als wir die Bibelschule gerade fertig. And you know that time there's a prophecy that was spoken to me. Und da gab es auch eine Prophezeiung, die zu mir gesprochen hat. And this prophecy, I have lived to see it coming to pass. Und ich habe gesehen, wie es wahr wurde. Because I remember that time the man of God spoke and he said that for as long as you stretch forth your hand to help another. Und er hat zu mir gesprochen, wenn du deine Hand ausstreckst, um einem anderen zu helfen. That was my pastor in 1999. He spoke this one and he said, for as long as you stretch forth your hand to help another. Und so lange hast du schon deine Hand ausgestreckt, um anderen zu helfen. Then your needs are going to be met. Und dann werden auch deine Sorgen beglichen werden. Your needs are going to be met physical, emotionally and spiritual. Alles, was du brauchst, wird für dich gesorgt werden. And you know, this is a word that was spoken in my life in 1999. Und das wurde zu mir gesprochen in 1999. And God confirmed that word later. Und später hat Gott dieses Wort bestätigt. But you know, this is a word that I've held dear. Und dieses Wort habe ich sehr verliebt. I've prayed over this word. Und ich habe über dieses Wort gebetet. I've brought this word to God. Und ich habe damit zu Gott gebetet. And God has given me strength to always be helping people. Und Gott hat mir die Kraft gegeben, immer wieder Menschen zu helfen. You know, I live my life to help people. Und ich lebe mein Leben so, dass ich anderen Menschen helfen kann. And I can testify that God has never forsaken me. Und ich kann hiermit bezeugen, dass Gott mich nie verlassen hat. I've seen in times of need, God has helped me. Und als ich etwas brauchte, hat Gott mir immer geholfen. I've seen in times when I was low and I was feeling depressed, God has lifted me up. Und als ich mich depressiv, also als ich mich schlecht fühlte, hat mich Gott immer wieder hochgebracht. So what I'm saying is that when God speaks a word, he speaks it for a specific purpose. Also so spricht Gott ein Wort für eine bestimmte Aufgabe. So if God spoke to you through the man of God last Sunday. Also wenn Gott zu dir durch den Mann Gottes letzte Woche gesprochen hat. Hold that word. Dann halte ich an diesem Wort fest. Or even if you received prophecies in the past. Oder wenn du vorher schon Prophezeiungen bekommen hast. And you've forgotten about them. Und wenn du über sie alles vergessen hast. Go under the bed where you've thrown that prophecy and pull it out and start praying. Geh wieder unter dein Bett und hol sie hervor. And you can use this verse that we've just read. Und du kannst diesen Vers benutzen, den wir gelesen haben. God speaks, verse 11, it says, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I sent it. Denn wow. So soll das Wort sein, das aus meinem Mund geht, denn es wird nicht wieder leer zurückkommen, sondern das tun, was mir gefällt, und es wird gelingen. You know, I treasure the words that God has spoken over my life. Und ich schätze sehr diese Worte, die Gott über mein Leben gesprochen hat. And I take these words in prayer and I tell God, God, fulfill your word. Und ich nehme dieses Wort im Gebet an und ich bete zu Gott, bitte erfülle diese Worte. Accomplish the words that you've spoken to me. Und lass das alles gelingen. Bring to pass what you promised to me. Und lass das alles geschehen, was du für mich gemacht hast. And you know, that's why I like Psalms 119. Und deswegen mag ich auch Psalm 19. It's the longest psalm in the Bible. Das ist der längste Psalm in der ganzen Bibel. But when I read this, it's written about people who their cry was to God and was telling God, fulfill your purpose for me. Und es steht über geschrieben von einer Person, die wirklich geschrien hat zu Gott und wollte, dass er diese Pläne erfüllt. This, when you look in my Amplified Bible. Wenn man in der Amplified Bibel nachguckt. I took my Amplified Bible and I underlined where there is a cry. Somebody is lifting up their cry to God. Habe ich die Stellen unterstrichen, wo jemand nach Gott geschrien hat. He says, quicken me, O Lord. Erquicke mich, Herr. He says, Lord, you have promised me. Bring your promises to come to pass. Und Herr, du hast mir was versprochen. Bitte lass diese
Versprechen auch eingehalten. Fulfill your purposes for me. Fulfill your word for me. Und erfülle diese Versprechen und dein Wort für mich. So, you know, this is how I pray prophecies out. Und so spreche ich diese Prophezeiungen an. And God has been faithful. Und Gott ist immer treu gewesen. You know, my message today is to don't despise prophecy. Und meine Überschrift heute ist: Verachte diese Prophezeiung nicht. Don't look down on the prophecies that God uses the man of God to speak over you. Und guck nicht auf diese Versprechen oder Prophezeiungen herab. 1 Thessalonians chapter 5:20-22. I just want us to read it. It says, "Do not treat prophecies with contempt, but test them all. Hold on to what is good. Reject every kind of evil." Do not treat prophecies. Or do not despise prophecies, but test them all. Hold on to what is good. Reject every kind of evil. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, so weist ihn nicht ab. Prüft alles und behaltet das Gute. Das Böse aber ganz gleich in welcher Form sollt ihr meiden. Aha, I like it in the German version. Just go back again. I like in Elka's Bible. Let me just read in Elka's Bible. 5:20, yeah? 5:20, it says, "Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch reden." I'll translate it directly. It says, when somebody in your midst, in God's Auftrag, in God's work, or God's contracted by God, he has a contract by God to speak prophetic amongst you, don't despise that word. Amen. And I want to encourage you, as the word of God says, in fact, the word of God says, test every prophecy spoken over you. Und so möchte ich das, euch ermutigen, dass ihr diese Prophezeiung euch auch anhört und nicht verachtet. And it says, hold on what is good. Und haltet euch an dem Guten. Reject every kind of prophecy that does not line up with God's word. Aber meidet alles Böse. You know, every prophecy has to line up with God's word. Denn jede Prophezeiung muss auch mit Gottes Wort zusammenkommen. Every prophecy has to line up with God's word. Und jede Prophezeiung muss mit Gottes Wort zusammenpassen. If somebody comes to prophesy over my life, wenn jemand kommt, um über mein Leben zu prophezeien, I test every prophecy. Muss ich diese Prophezeiung prüfen. And I test to see if this prophecy in me is in line with the word of God. Und ich prüfe, ob es im Wort Gottes im Einklang ist. For example, if somebody comes to prophesy to me, and this person tells me, zum Beispiel, wenn jemand kommt und über mich eine Prophezeiung geben möchte und sagt, "You are going to die tomorrow because this sin you're doing is bad." Du wirst morgen sterben, denn das, was du tust, ist schlecht. You know, sin leads to death. Und Sünde führt ja zum Tod. But inside me, if I know that I'm not sinning, aber wenn ich im Inneren weiß, dass ich nicht gesündigt habe, I'm not going to accept that prophecy. Kann ich diese Prophezeiung nicht annehmen. And that is what the Bible says: test every prophecy. Und deswegen sagt die Bibel: prüft alles. Test every prophecy. Prüft jede Prophezeiung. You know, there are many prophets. Und es gibt viele Propheten. In fact, now the time we're living in, there are many people who come up and say, "I'm a prophet." Es gibt auch in dieser Zeit viele, die sagen, sie wären Propheten. In my life, I've met so many people. They come around to me and tell you, "You know, I'm a prophet. I'm a prophet." Und viele sagen auch, und ich habe auch schon einige getroffen, die zu mir gesagt haben, sie wären Propheten. And you know, when somebody tells me I'm a prophet, I wait to hear the word they're going to say, and I wait to test that word. Und wenn mir das jemand sagt, dann warte ich erst ab, was er sagt, und höre auf das, was er sagt, und prüfe. In fact, the Bible says that in the end days, and we're living in the end days, living in the end time, there are many prophets, false prophets who are going to come. Und auch in der Bibel steht, dass in der Endzeit, in der wir uns ja auch befinden, viele Propheten, falsche Propheten kommen und meinen sie wieder. But it doesn't mean that they're not real prophets are not there. Das heißt aber nicht, dass es nicht wirkliche Propheten gibt. It doesn't mean that God is no longer using prophets, or God is no longer speaking a word. Es heißt nicht, dass Gott keine Propheten mehr benutzt. It's just that, like Pastor Stan said last Sunday. Es ist genauso wie Pastor Stan letzte Woche gesagt hat. Where there is an original, there's a counterfeit. Wo es ein Original gibt, gibt es auch eine Fälschung. And that's why, you know, you need to know the word of God. What God speak about you. Und so musst du auch wissen, was das Wort über dich sagt. And that's why I like
the word of God. What the word of God says in Jeremiah 29, I know the plans that I have for you. Und so mag ich dieses Wort in Jesaja 29. Ich kenne die Pläne, die ich für dich habe. I say, wow, it's so refreshing. Und es ist so erfrischend. I know the plans that I have for you. Ich kenne die Pläne, die ich für dich habe. The plans of good. Die sind gute Pläne. The plans not of evil. Und nicht böse Pläne. Not to destroy you. Und nicht Pläne, um dich zu zerstören. But to give you a future and a hope. Sondern Pläne, um dir eine Hoffnung und eine Zukunft zu geben. So that's the definition of God's plan for you. Und das ist die Definition von Gottes Plan für dich. But the devil comes with a fake plan. Aber der Teufel kommt mit diesen falschen Plänen. Because the word of God says he comes to destroy, kill, steal and destroy. Denn der Teufel kommt, um dich zu zerstören. So he comes and he tells you, you know, the plan I have for you is to steal from you. Und der Plan vom Teufel ist, von dir zu stehlen. Is to destroy you. Um dich zu zerstören. Is to kill you. Und dich zu töten. That's the definition of the plan of the devil. Und das ist die Definition vom Teufel. And no, he comes and he tries to convince you. Und er kommt und will dich überzeugen. And he's telling you, you are going to die. Und er sagt dir, du wirst sterben. You are going to be destroyed. Du wirst zerstört werden. You are going to be stolen from. Und du wirst bestehlt werden. And most of us, many times we've heard that. And what do you do? Und wie oft haben wir es dann gehört und was haben wir dann gemacht? You run in fear. Du läufst weg in Angst. You run. In fact, those are the times that many people they look for prophets. Many people they look for prophets to prophesy something good of their lives. Und deswegen suchen viele auch Propheten, die etwas Gutes über sie sagen. In such a situation, I quote the word of God. I speak the word of God over myself. Und in solchen Situationen spreche ich das Wort Gottes über mein Leben. I say, God, the plans I have for me, they're good plans. Und ich sage, Gott, deine Pläne für mich sind gut. In fact, you know, I encourage you, don't wait for a prophet to come and prophesy over your life. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, wartet nicht auf einen Propheten, der etwas Gutes für euch spricht. When God sends a prophet who prophesies something over your life, accept it. Wenn ein Prophet kommt und etwas Gutes über dein Leben sagt, dann akzeptiert das. But until that prophet comes, be a prophet over your life. Aber bis dieser Prophet kommt, seid selber Propheten für euer Speak Leben. Speak prophecy over your life. Speak good things over your life. Und sprich Prophezeiungen und gute Sachen über dein Leben. And you know what? That's why I'm always speaking positive things over my life. Und deswegen sage ich immer positive Sachen über mein Leben. You never hear me speaking over my life. Oh, it's going to get worse. It's going to get worse. Du hörst mich nie sagen, dass irgendwas schlechter oder schlimmer wird in meinem Leben. Even when I'm feeling bad and I'm feeling sick, I'm not going to say, oh, I'm going to be sick. Auch wenn ich krank bin, sage ich nicht, oh, ich werde noch kranker werden. In fact, when I'm feeling I'm going to get sick, you know what I speak? Und wisst ihr, was ich sage, wenn ich krank werde? By the stripes of Jesus Christ, I was healed. Durch die Wunden Jesu bin ich geheilt. I am healed. Ich bin geheilt. I don't accept this sickness. Und ich akzeptiere diese Krankheit nicht. But I receive the healing from God. Sondern ich nehme die Heilung Gottes an. I receive the healing from God. Ich nehme die Heilung Gottes an. Yeah, that's what you need to learn to do that. Und du musst lernen, das zu machen. If you've not been doing that, you need to learn to do that. And you learn by reading the word of God, knowing the thoughts of God. Und das kannst du machen, indem du die Bibel liest und dadurch die Gedanken Gottes kennenlernst. Because God says, your thoughts are not my thoughts. Denn Gott sagt, deine Gedanken sind nicht meine Gedanken. So it means you need to line up your thoughts, your thinking pattern according to the thinking pattern of God. Du musst so ähnlich denken wie Gott. Yeah. And you do that by reading the word of God, receiving a word from God. Und das kannst du dadurch erreichen, wenn du das Wort Gottes annimmst. Amen. Amen. But you see, prophecy are spoken by people who hear from God. Und diese Prophezeiungen sind von Leuten gesprochen, die von Gott hören. You know, in the Old Testament, there were only a specific people who heard from God on behalf of the people. Und im Alten Testament gab es Menschen, also eine bestimmte Zahl an Menschen, die von Gott gehört haben. In the time of Moses. You see, Moses was the one who went before God and he heard from God. And God spoke to him, and he went and spoke to the people. Und so war Mose zum Beispiel einer, der von Gott gehört hat, von seinem Wort und zu dem Gott gesprochen hat, und er ist dann zu den Menschen gegangen. And the high priest also, they're the ones who went into the face of God, and God spoke to them, and they came from the Holy of Holies, and they spoke to the people. Und so konnten auch die Hohepriester vor Gott gehen und das Wort weitergeben. But we are living in a time in the New Testament. God has made each and every person who's born again to be a priest for God.
before God. Seit dem Neuen Testament sind wir alle in der Lage, ein Priester Gottes zu sein. It means you don't have to wait for somebody to call for you before God. Das heißt, du brauchst nicht auf jemanden zu warten, der für dich vor Gott geht. Yeah, it is good when somebody calls before you and pray for you. That is good. I'm encouraged when somebody pray for me. Das ist gut, wenn jemand anders für dich betet. But I don't wait for somebody to pray for me. Aber ich warte nicht, dass jemand anderes für mich betet. Because there's something I can do it. I can go into the presence of God and talk to God. He is my Father. Denn genau dasselbe kann ich machen, denn er ist mein Vater. And God is also your Father. Und Gott ist auch dein Vater. You can go before him and talk to him. Und du kannst vor ihn gehen und einfach mit ihm reden. You know, man does not need your permission, or it doesn't come through you to reach him. So braucht auch Mac nicht deine Erlaubnis, um mit mir zu sprechen. Nein, er ist mein Sohn. But you know what I tell people? I'm God's favorite child. Und das sage ich auch den anderen Leuten. Ich bin Gottes Lieblingskind. I don't know about you, what you talk about yourself, but I'm God's favorite child. You're looking at God's favorite child. Und ich weiß nicht, was du über dich sagst zu anderen Leuten, aber ich bin Gottes Lieblingskind. But you know what I'm saying? Mac is my son. Und das sage ich auch. Mac ist mein Sohn. He doesn't need your permission to talk to me. Und er braucht nicht deine Erlaubnis, um mit mir zu sprechen. No. Nein. When he wants to talk to me, he comes straight to me. Und wenn er mit mir sprechen möchte, dann kommt er einfach geradewegs zu mir. He doesn't write an application letter to Sister Harriet. Sister Harriet, can I talk to my dad? Er muss nicht erst eine Bewerbung zu Sister Harriet schreiben, damit er zu mir kommen kann. And wait 20 days to receive a reply. Und er muss auch nicht 20 Tage auf eine Antwort warten. No, when he needs my attention, he comes straight to me. Wenn er meine Aufmerksamkeit braucht, dann kommt er geradewegs zu mir. How many of us need permission from somebody else to talk to your father or to talk to your mother? Wer von uns braucht eine Erlaubnis, um mit seinem Vater zu sprechen? You know, I heard a preacher speak. He has a congregation of more than 30,000 people every Sunday. Ich habe von einem Prediger gehört, er hat mehr als 30.000 Leute in seinem Gottesdienst. And so it means he has big meetings. Das heißt, er hat ein ganz großes Treffen. When he's in an important meeting. Und wenn er in einem wichtigen Treffen ist. And his assistant calls. Und wenn sein Assistent ihn anruft. He will not pick the call because he's in an important meeting. Wird er diesen Anruf nicht annehmen? But when his children call. Aber wenn seine Kinder anrufen. He'll say, excuse me, I'll pick this phone, and he picks the phone and talk to the children. Wird er sich entschuldigen und diesen Anruf annehmen? And he says, his children have direct access to him. Und so sagt er, seine Kinder haben einen Zugang zu ihm. As a child of God, you have direct access to God. Und als Kind Gottes hast du auch einen direkten Zugang zu Gott. You have a direct access to God. Du hast einen direkten Zugang zu Gott. His telephone number? Seine Telefonnummer? Call me in your time of trouble and I will hear him and I will help him. Ruf mich an, wenn du in Not bist und ich werde dir helfen. Amen. Amen. I want us to read Numbers 24:16. I'm going back to the issue about prophets. I'll say that prophecies are spoken by people who hear from God. They are led of God. It says the prophecy of one who hears the words of the Lord, who has knowledge from the Most High, who sees a vision from the Almighty, who falls prostrate and whose eyes are open. Es sagt der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis hat des Höchsten, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkriegt. I want you to note what this verse says. This is somebody who receives a word from the Lord. Es geht um jemanden, der das Wort von Gott bekommt. He hears from God and he speaks. Und er hört es und er spricht es. And then it says, he has the knowledge of the Most High. Und er hört diese Weisheit und diese Erkenntnis vom Allmächtigen. He sees the vision from the Almighty. Und er sieht die Vision von dem Allmächtigen. His eyes are opened. Und seine Augen sind geöffnet. So God speaks to him, to his people, and they hear. Also spricht Gott zu seinen Leuten und sie hören. He reveals his knowledge to his people. Und er offenbart sein Wissen diesen Leuten. He gives them a vision. Und er gibt ihnen eine Vision. And he opens their eyes. Und er öffnet ihre Augen. But it's important to know that God can speak to you. You can hear God's voice. Aber es ist wichtig, dass du weißt, dass
du seine Stimme hören kannst. God can reveal his knowledge to you. Und er kann dir seine Weisheit offenbaren. He can give you a vision. Und er kann dir eine Vision geben. He can open your eyes. Und deine Augen öffnen. And that's why we sing this song, open the eyes. Open my eyes. Und deswegen singen wir auch das Lied, Herr, öffne du mir die Augen. And you pray that open the eyes of my understanding. Und dann kannst du so beten, dass du das beten kannst, Herr, öffne du mir die Augen meines Verstandes. It is God who's able to do that. Denn Gott ist fähig, das zu tun. He's able to do that. Er ist fähig, das zu tun. So God speaks. Und Gott spricht. The Bible says that prophecies they've not come from the origin of man. It is not man who thinks, okay, now I'm going to, if I stand here and I say, okay, with my own ability, I'm going to speak something of a Mary, Sister Mary. In der Bibel steht, dass diese Prophezeiung nicht von Menschen kommt. If I stand here and speak something of a Mary, for myself, for me personally. Wenn ich etwas von mir selbst aus zu über Sister Mary sprechen würde. And ask Sister Mary, was that the truth? Und ich fragen würde, war das die Wahrheit? She might say no. Könnte sie sagen nein. But I know God, when he speaks directly to you. He knows what you're going through. Aber wenn Gott zu dir spricht, dann spricht er das, was wahr ist. You know, I like the story of God, the way he was dealing with these children, the children of Israel, in Exodus chapter 3. Und ich mag die Weise, wie Gott mit den Israeliten umgegangen ist. I love it. Ich liebe es. He says, God appears to Moses. Und Gott erscheint Mose. He says, I know the sorrows of my people. Und ich kenne das Leid der Menschen, meiner Leute. God speaks and says, I know your sorrows. I know what you're going through. Und ich weiß, was ihr durchmacht. I know what you're going through. Ich weiß, was ihr durchmacht. It is not hidden from me. Und es hat sich nicht vor mich versteckt. And then he goes ahead and says, I have seen your tears. Und ich habe deine Tränen gesehen. I have seen your tears. Ich habe eure Tränen gesehen. It means any time you're going through a hard time and you're crying, you might not have tears coming from your eyes, but your heart is cries deep down within you. Auch wenn keine Tränen aus deinen Augen fließen, sondern dein Herz voller Trauer weint. Maybe you might be going through something that nobody knows. Und vielleicht machst du gerade etwas durch, das niemand anderes weiß. Because you can't share with somebody because they might not understand what you're going through. Weil du es vielleicht nicht mit ihnen teilen kannst, weil sie nicht verstehen. But aber God knows. Gott weiß es. God knows. Gott weiß es. He sees your tears. Und er sieht deine Tränen. God sees your tears. Gott sieht deine Tränen. Just turn to your neighbor and tell your neighbor, God sees. Sag es deinem Nachbarn, Gott sieht deine Tränen. He knows your sorrows. Und er kennt deine Sorgen. He knows your sorrows. Er kennt deine Sorgen. He knows what you're going through. Und er weiß, was du gerade durchmachst. He knows what you're going through. Er weiß, was du gerade durchmachst. And he sees your tears. Und er sieht deine Tränen. He sees your tears. Er sieht deine Tränen. So he speaks to Moses, I know your sorrows. Und so spricht er zu Mose, ich kenne deine Sorgen. I've seen your tears. Und ich habe deine Tränen gesehen. But at the same time, aber zur gleichen Zeit, I have heard your cry. Habe ich dein Schreien gehört? How many of us you've been in a situation where you cried out for help and it seems like nobody hears? Wer von euch war schon mal in so einer Situation, dass ihr schon geschrien habt, aber keiner gehört hat? You are in a tough situation and you cry, I need help. You go to friends, can you help me? But everybody is busy. Und dass du geschrien hast und auch schon zu Freunden gelaufen bist, aber sie alle keine Zeit hatten. And you thought that nobody hears. Und du gedacht hast, niemand hört mich. But you know what? Aber weißt du was? Even when nobody hears, God hears. Auch wenn niemand anderes hier dich hört, Gott hört dich. Even when nobody cares, God cares. Auch wenn sich niemand um dich kümmert, Gott kümmert dich um dich. Even when nobody is ready to help you, God is ready to help you. Auch wenn niemand bereit ist, dir zu helfen, Gott ist bereit. So you need to start thinking, help is on the way. Also musst du denken, die Hilfe kommt. Because God knows my sorrow. Denn Gott kennt meine Sorgen. He sees my tears. Und er kennt, sieht meine Tränen. He's heard my cry. Und er hat mein Schreien gehört. I tell people, God has ears. Und ich sage Gott, den Menschen, Gott hat Ohren. He has eyes. Und er hat Augen. And he understands. He has a heart. Und er hat ein Herz. He feels what you're going through. Und er fühlt genau mit dir. And that's why he comes and speaks his word to take you to a new level. Und so spricht er, kommt er zu dir und spricht zu dir, damit du auf einen anderen Level kommst. I tell people, always be expectant to hear the word of God and allow
this word to take you from one level of sorrow to a level of joy. Und so ermutige ich immer die Menschen, dass sie erwartungsvoll sind zu Gott, dass Gott sie von einem Level zum anderen bringen kann. But he brings you from a level of lack to a level of provision. Dass er dich von einem Level, auf dem du gar nichts hast, zu einem Level bringt, wo du alles hast. What might be impossible with you, it's possible with God. Und egal was auch mit dir unmöglich ist, ist mit Gott möglich. He created the whole world. Er hat die ganze Welt geschaffen. Er hat die Fähigkeit, dir zu helfen. He's able to help you. Er hat die Fähigkeit, deine Probleme zu lösen. Your ability to solve all your problems. Er hat die Fähigkeit, deine Situationen zu wenden. Wow. Er kann alles machen. He can do it. Er hat die Fähigkeit, dir zu helfen. He has the ability to help you. Er hat Ohren. He has ears. Er hört deine Schreie. He hears your cry. Er sieht deine Tränen. And he sees your tears. Und was sehr schön ist. And something that's very special. Oh, er ist bereit, dir zu helfen. He's ready to help you. Er ist bereit, dir zu helfen. He's ready to help you. Er ist bereit, dir eine Welt zu machen. He's ready to make you. Wir singen ein Lied, der sagt, Gott zeigt mir den Weg. And we sang the song. God will make a way. Aha. Er hat die Fähigkeit, einen Weg für dir zu machen. And he's able to make you a way. Vielleicht gehst du durch Schwierigkeiten. You might be going to difficulties. God is there. But God is. Er hat Erfahrung. He has the experience. Er hat ganz viele Erfahrungen. He has many experiences. Weil er hat ganz viele Leute geholfen. Because he has helped many people. Wir lesen in Gottes Wort, was er gemacht hat. And we can read in this Bible what he has done. Und wir sehen, dass er hat ganz viele, viele Leute geholfen. And we see that he has helped so many people. Er hat ganz viele, viele Leute von Problemen gerettet. And he has saved many people from their problems. Yeah. Und Gottes Wort sagt, and God's word say, er ist der selber. He is the same. Gestern. Yesterday. Heute. Today. Und in Ewigkeit. And in eternity. Er ist der selber. He's the same. Gestern. Yesterday. Heute. Today. Und in Ewigkeit. And in eternity. Er hat die Fähigkeit gestern. Er hatte die Fähigkeit gestern. And he has had this ability yesterday. Heute noch, er hat die gleiche Fähigkeit. And even today he has this ability. Morgen auch, er wird die gleiche Fähigkeit haben. And tomorrow you will have this ability. Was schön mit Gott ist, dass er ändert sich nicht. And that's the special thing with God. He's unser Gott, er ändert sich nicht. Amen. Von Anfang an, from the beginning, er war voller Liebe. He was full of love. Jetzt, and now, er ist voll. He is full of love. Amen. Morgen, and tomorrow, er wird nicht ändern. He will not change. Er bleibt derselbe. He remains the same. Amen. Er bleibt derselbe. He remains the same. Und er ist bereit, dir zu helfen. And he's ready to help you. Vielleicht, wie ich gesagt habe, vielleicht gehst du durch ganz viele Probleme. And maybe you're going through difficulties. Gott ist ein Gott voller Liebe. But God is a God full of love. Und er kann dir helfen. And he's able to help you. Amen. Amen. Er kann dir, er will dich helfen. And he wants to help you. Ja. Yeah. Und er will es machen. And he will help you. Nur, wenn du durch deine Probleme gehst, nimm diese Probleme und bring es zu Gott. And if you're going through these difficulties, just bring it to God. Bring es zu Gott. Before God. Weißt du, wenn du einen Streit mit jemandem hast, and if you have an argument with someone, und dieser Streit ist so groß, du kannst nicht es alleine lösen. And if this argument is too big to solve, es gibt einen Rechtsanwalt. Du kannst diese Probleme zu diesem Rechtsanwalt bringen und sagen, okay,
Kannst du mir helfen, diese Situationen zu lösen? And you can go to a lawyer and ask him to help you. Die werden fragen, hast du Geld? But what will this lawyer do first? He will ask, do you have money? Gott wird dir nicht sagen, hast du Geld? But God will not ask, do you have? Er arbeitet kostenlos. Gottes Hilfe ist kostenlos. Ich habe gesehen, dass ihr seid lebendig jetzt, denn ich werde in der Zukunft, ich werde in der Zukunft auf Deutsch predigen. Wenn ich auf Deutsch predige, dann ihr seid lebendig. Aber Gott ist immer dabei, uns zu helfen. But God is always there to help you. Er ist immer da. He's always there. Es gibt einen Satz, der ich benutze es ganz viel. There's a sentence I use it almost the whole time. Es gibt diese Firma hier in Deutschland, die sagen immer nah, ganz, ganz nah. Aha. There's an organization that says has a slogan always there and always near. Und ich sage immer, diese Organisation ist nicht immer da, ganz nah. Gott ist derjenige, der immer nah, ganz nah. And I used to say, this organization is not always there and always near, but God. God is immer nah, ganz. Er ist immer da und ganz nah. God is always there and always near. Du brauchst keine Telefon oder keine Handy, um Gott zu anzurufen. You don't have to have a telephone number to call him. Du darfst nur deinen Mund öffnen und sagen, Vater, ich brauche deine Hilfe. You can just open your mouth and ask him to help you. Ja, aber andere Firmen, wenn du Probleme hast oder Rechtsanwalt, du musst anrufen. But with these organizations or lawyers, you have to call them. Aber Gott ist da. But God is there. Helfen. To help you. Amen. 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 Und wir können zu Gott jede Zeit gehen. And we can go before God all the time. Auch mit deinem Schlafanzug. Even with your sleeping dress. Wenn ich zu einem Rechtsanwalt gehe, ich muss mich ganz schön bekleiden und meine Haare kämmen und meine Brille, ja, meine Brille putzen, dass dieser Rechtsanwalt richtig meine Augen sieht. And if I want to go to a lawyer, I have to dress up first. Aber wenn ich eine Probleme habe und in dieser richtigen Zeit, ich habe meinen Schlafanzug, ich muss nicht mich erstmal ich muss mich nicht erstmal umziehen. If I have a problem, I don't have to first dress up or change. Ich kann zu Gott gehen. I can just go before God. I can just go before God. Jederzeit. Und wird uns helfen. And he will help us. Amen. Amen. Wie ich gesagt habe, wir haben ganz, ganz viele schöne Worte von Gott bekommen. And how I just said, we have so many good words from God. Lass uns den Auftrag nehmen und zu Gott zurückzugehen mit diesen Worten. Und lass uns beten und Gott sagen, Herr, erfülle deine Worte. Let's just take this word of God and go before him and pray that he will fulfill it. Amen. Habe ich eine 1 oder eine 6 bekommen? 1. Did I get a 1? 1. Oh, gut. 1 plus, man, help me a lot. Amen. Amen. So you receive the word of God. Take them in. Wenn ihr das Wort angenommen habt, dann könnt ihr das im Gebet weiter. And pray. Und betet einfach. And ask God to fulfill his word for you. Gott, dass er dieses Wort erfüllt. Amen. Amen. Do you receive that? Yes. Do you receive that? Yes. So let's just pray. Lass uns beten. Lord, we just thank you for your word today. Wir danken dir für dein Wort heute. We thank you for this short word. Und wir danken dir für dieses kurze Wort. We just ask that you remind us your word. Und wir bitten dich, dass du uns immer daran erinnerst. We pray that in times of trouble we remember to speak your word. Und wir beten, dass wir in Schwierigkeiten, wenn wir darin sind, dass wir dein Wort. We remember to come to you. Dass wir uns erinnern, dass wir zu dir kommen. To seek help from you. Um von dir Hilfe zu erhalten. Because you are there to help us at all times. Du bist immer da, um uns zu helfen. And we thank you for your goodness and your faithfulness. Wir danken dir für deine Güte und deine Treue. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.